Hey und ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Das ist ein Video, das sich bestimmt ganz viele gewünscht haben, die nicht schon mal hier waren. Und es ist eine Roomtour und deshalb würde ich sagen, laber ich nicht viel und let's begin! Also, wenn man hier reinkommt, sieht man als erstes so eine Kommode mit Bildern und dann, wenn man hier weitergeht, ist hier eine große Area mit Fernseher und so Zeug. Dann sind hier so Sofas und sowas alles. Und wenn man hier dann weitergeht, ist hier eine Tür. Pokerabende. Pokerabende, ja. Und das ist auch hier zugleich das Arbeitszimmer von meiner Oma. Willst du nicht die Bar entdecken? Und eine Bar. Wenn man hier rausgeht, dann gehen wir erstmal in die Garage. Hier ist nur ein Verschrauben. Und da meine Großeltern gerade nicht da sind, ist sie gerade sehr, weil sie wechseln. Und ja, hier in Amerika ist es halt üblich, dass das zum Abstellen genutzt wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Wenn man hier lang dann zur Küche geht, ist als erstes hier so eine Kaffeemaschine und ein Herd und eine Mikrowelle und ein Kühlschrank. Und hier oben haben wir die Oreos. Und dann ist hier halt noch eine Spüle und Arbeitsfläche und Toaster und so. Und das ist mega schön. Hier ist immer frisches Obst und die Ananasse. Die riechen so gut. Und ja. Dann, wenn man hier weitergeht, ist hier ein Gästebad. Und dadurch kann man direkt zum Pool rausgehen, wenn man dann im Pool ist und mal kurz auf dem Klo muss. Dann kann man hier hin und hier so. Also, das ist echt schön. Wenn man hier reinkommt, ist da das große Bad von meinen Großeltern. Und auf beiden Seiten, also hier und hier, sind so Nachttische. Und dann ist hier noch ein Stuhl und so ein Zeug. Und hier ist auch eine Tür zum Pool Area. Und ja, hier ist dann noch so Kommode und ein Spiegel. Wenn man hier weitergeht, sind hier die beiden Schränke von denen. Und dann ist hier das Bad, das große Bad von denen. Hier ist dafür ein großer Spiegel und zwei Waschbecken. Dann ist hier noch eine große Badewanne, Badeschrank, eine Toilette und eine riesige Dusche. Die ist immer schlecht. Ich hau gerade so mit beiden Händen dran. Und hier ist es zum Sitzen. Weil das in Florida bei den meisten Duschen ist, weil hier so viele alte Leute wohnen. Wenn man hier weitergeht, ist hier ein Essbereich. Hier kommt in das Zimmer von meiner Schwester. In meinem Zimmer habe ich ein King-Size-Bett, also ein ganz schön großes. Dann ist hier noch ein Nachttisch und da eine Kommode. Und man kann dort rausgehen zum Pool. Und hier habe ich noch so eine Polaroid-Kamera. Das hier ist dann mein Schrank. Hier muss man eigentlich Schuhe reintun, aber ich habe mein ganzes Zeug hier reingetan, weil ich das eigentlich einfach abfand. Dann habe ich mir hier so einen Mülleimer sozusagen gemacht. Dann habe ich hier noch ein paar Taschen. Laundry Bag, also Wäschebeutel und hier die Hängsachen, so Pullis und Kleider. Und da oben ist dann noch mein Koffer. Hier ist meine mein Schreibtisch. Und da mache ich hier immer Sachen mit meinem Scrapbook und schreibe das dann da rein. Und ja, würde ich sagen, gehen wir weiter zum Bad. Hier ist da direkt eine Toilette. Hier ist eine große Dusche und dann, wenn es hier weitergeht, ist das Waschbecken und hier Aloe Vera zum Eincremen gegen Sonnenbrand. Und da haben wir unser ganzes Zeug einfach so verteilt.
hier nochmal einen Schrank und dann gehen wir in das Zimmer. Dann hier hat sie ein etwas kleineres Bett. Das ist halt nochmal so ein Schreibtisch, eine Kommode. Hier ist so Zeug, das ist eigentlich für sie. Dann kann man es ja so auf dem Bett frühstücken. Also hier dann noch ein Bett und ein kleinerer Spiegel. Hier ist die Kommode und der Schrank. Ja, dann würde ich sagen, gehen wo sie gerade die Knöpfe abgeschossen hat. Dann würde ich sagen, gehen wir raus ein bisschen in den Hauptraum. Hier frühstücken wir meistens und essen auch Abendessen. Dann ist hier der Pool. Ja. Hier ist die Tür zu meinem Zimmer. Und hier machen wir noch ein Kühlschrank auf. Hier kann man auch nochmal essen. Also ein Essbereich. Dann sind hier nochmal ein paar Bücher und hier ein schöner Ausblick. Ja, und dann kann man hier noch so auf so einen Boden reinschmeißen. Also dann kann man hier noch mehr füllen. Hier ist eine große Liege. Und da ist die Tür zu dem Zimmer von meinen Großeltern und die Tür zu dem Klo. Hier ist dann sind nochmal und hier ist der Whirlpool. Bist du stolz drauf, so gut zu sein? Dann geht man hier rauf. Da ist jetzt ein Generator, deshalb ist es ziemlich laut, damit der Pool warm ist. Dann, ich finde das voll schön hier so mit den Palmen-Dingern. Dann sind hier so Cent-Dollar-Dinger, wo man draufklicken kann. Das Boot ist jetzt leider nicht da. Aber ja, dann sind hier noch so zwei Dinge, wo wir Abendschluss haben. Dann kann man hier lang zum Pool, zum Boot. Man hält die Hut fest, die killen sich dann auch. Dann hier nochmal was zum Sitzen, eine Sitzarea. Und ja, das ist hier nur noch so der Steg. Ja. Hier ist dann nochmal eine so grüne Fläche, wo man dann halt so. Das ist jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Und ihr seht jetzt nochmal so ein paar schönere Ausschnitte, also so kurze Videos oder so von dem Haus, die dann noch so richtig cool aussehen. Und also wo ihr durch das Haus dann noch cooler wirkt. Und deshalb verabschiede ich mich jetzt schon mal und würde sagen, Peace out.